Es gibt doch nichts Schöneres als selbstgemachte, echte, frische Pommes frites. Zugegeben, wer Pommes selber machen will, muss schon ein wenig Geduld mitbringen. Gekaufte gehen natürlich viel schneller. Aber es ist einfach das Gefühl des Selbstgemachten. Und wenn ich so zurückdenke an meine Kinderzeit, wenn wir Kinder mit der Mutter in der Küche standen und Pommes selber machen durften, das war immer ein Highlight. Selbstgemachte Pommes, Pommes-Schranke und dazu Chicken Nuggets, das war für uns Kinder wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wie man echte klassische Pommes selber machen kann, das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für 2 bis 3 große Portionen Pommes benötigt man 1200 Gramm Kartoffeln, vorwiegend festkochend, 3 Liter Frittierfett oder Speiseöl und Pommes-Gewürzsalz, am besten selber gemacht. Wie ihr ein hervorragendes Pommes-Gewürzsalz selber machen könnt, das seht ihr in diesem Video hier oben. In den Zutaten sprach ich von vorwiegend festkochenden Kartoffeln. Ihr könnt natürlich auch festkochende Kartoffeln nehmen, dann sind sie innen drin noch ein wenig mit mehr Biss, aber außen genauso knusprig. Ich mag sie aber eher, wenn sie innen drin etwas fluffiger und weich sind. Mehlig kochende Kartoffeln hingegen sind für Pommes frites weniger geeignet. Apropos Pommes frites: Das Fritz wird Frites geschrieben und kommt vom Frittieren. Also lasst euch nicht ins Bockshorn jagen von Backofen-Fritz oder Backfritz, denn im Backofen gebacken sind sie nicht frittiert. Da will uns die Industrie also mal wieder ein Bären auf die Nase binden. Für Pommes frites sollten mindestens mittelgroße Kartoffeln genommen werden, die als erstes mal gut geschält werden. Und bis alle Kartoffeln geschält sind, werden sie erstmal in Wasser gelegt, damit sie nicht grau werden. Wenn dann alle geschält sind, dann geht's ans Schnippeln. Alle werden in circa gleich große Sticks geschnitten. Das ist deshalb wichtig, damit sie beim Frittieren nicht unterschiedliche Garzeiten haben. Und nun versucht mal aus einer runden Kartoffel aus den Kanten eckige Pommes zu machen. Das klappt nur selten. Deswegen werden Anfang und Ende einer Kartoffel abgeschnitten, nicht zu viel, und beiseite gelegt. Die werden dann noch anderweitig verarbeitet. Aus dem Mittelstück der Kartoffel können dann schöne, gleichmäßig große Pommes frites geschnitten werden. Die sollten ca. 4 bis 5 mm auf jeder Seite haben. Auch die Sticks werden erstmal ins Wasser gelegt, damit sie nicht grau werden. Denn die austretende Stärke oxidiert an der Luft und dann wird es eben grau. Wenn alle Sticks geschnitten sind, werden sie abgeschüttet und dann werden sie vorsichtig abgewaschen. Hierdurch wird die Stärke abgewaschen, die beim Frittieren dafür sorgen würde, dass die Pommes nicht schön knusprig werden. Man kann das ungefähr so sagen: Stärke ist ja Zucker und nun versucht mal Zucker zu frittieren. Auch wenn ich das Video an dieser Stelle schneller durchlaufen lasse, kann man dennoch schön sehen, wie von Mal zu Mal das Wasser immer klarer wird. Und damit mir die große Schüssel Wasser jetzt nicht im Wege steht, habe ich damit mal eben schnell mein Kräuterbeet gegossen. Und ich hatte ja versprochen, euch zu zeigen, was ich mit den für Pommes nicht verwendbaren Endstücken der Kartoffel mache. Immerhin waren es 122 Gramm, zu schade, um sie wegzuschmeißen. Für Bratkartoffeln als Beilage gerade richtig. Da ich sie aber nicht sofort verwenden konnte, habe ich sie erstmal eingekocht. Da das Glas klein und der Inhalt dünn geschnitten ist, brauchten sie nur 15 Minuten bei 100 Grad. Also etwas Salz auf die Kartoffeln im Glas, heißes Wasser drüber, ab in einen kleinen Topf, Deckel drauf und 15 Minuten einkochen. Unsere Pommes-Sticks müssen jetzt vorgekocht werden, damit sie nach dem Frittieren nicht außen knusprig und innen drin noch roh sind. Also Wasser zum Kochen bringen, Kartoffelsticks rein und 5 bis 7 Minuten kochen, mehr brauchen sie nicht. Inzwischen waren auch meine Endstücke fertig, die habe ich dann mit so einem Glasheber entnommen. Den empfehle ich euch unbedingt, damit ihr die heißen Gläser anfassen könnt. Und die Pommes-Sticks müssen natürlich, bevor sie als fertig gelten, erstmal getestet werden. Wenn sie dann fertig sind, werden sie mit kaltem Wasser erstmal ein wenig runtergekühlt. Jetzt werden sie auf ein Küchentuch ausgebreitet, nebeneinander, nicht übereinander, ein zweites Küchentuch drüber und gut abtrocknen. Denn ihr kennt das sicherlich, heißes Fett und Wasser vertragen sich überhaupt nicht.
Für das Frittieren habe ich einen Topf mit Frittiereinsatz. Da ich selten frittiere, brauche ich keine Fritteuse. Der Topf reicht für mich. Kostengünstige Alternative zu Frittieröl ist Rapsöl. Rapsöl kann bis 190 Grad erhitzt werden. Pommes hingegen sollten bei 130 Grad frittiert werden, also reicht Rapsöl absolut. Und nur noch ein kleiner Tipp: Durch das Abdampfloch vom Deckel kann ein Garthermometer gesteckt werden und schon seht ihr, welche Temperatur das Öl hat. Wenn das Frittieröl die Temperatur erreicht hat, kann der Korb gefüllt und die Pommes in das Öl gelassen werden. Und nun schaut mal, was mit dem Öl passiert. Stellt euch mal vor, die Kartoffeln seien nicht gut abgetrocknet und das Öl sei noch heißer, dann würde meine Küche von Öl überschwemmt werden. Und während die Pommes jetzt frittiert werden, kann ich euch einen kleinen Hinweis geben. Hier oben in diesem Video seht ihr, wie ihr Mayonnaise ganz einfach und schnell machen könnt. Je nach verwendeter Frittierart, ob Fritteuse oder Topf, brauchen die Pommes natürlich unterschiedlich lang, auch wenn sie unterschiedlich dick geschnitten sind. Das müsst ihr einfach austesten. Wenn die Pommes fertig frittiert sind, raus aus dem Fett, abtropfen lassen und dann können sie in eine Schüssel gefüllt werden. Jetzt noch mit dem Pommesgewürz würzen, manche nehmen auch einfach nur Salz. Dann noch ein Schlag Mayonnaise drauf und wer nichts anderes dazu braucht, der lässt es sich jetzt schmecken. Aber ich hatte ja eingangs von Pommes Schranke mit Chicken Nuggets gesprochen, also noch ein paar Chicken Nuggets in Salsa Fett und dann alles zusammen anrichten. Selbstgemachte Pommes, selbstgemachte Mayonnaise, also Pommes Schranke und dazu Chicken Nuggets. Lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.